Hey, willkommen zu Johnson Spiels Sword and Sorcery. Endlich jetzt mal mit vernünftigem Sound. Ich habe nämlich dieses crazy krasse Mikrofon mit Janni zusammen gekauft. Der ist heute leider nicht da, weil er noch ganz viel Arbeit schreiben muss und so ein Scheiß. Und ich dachte mir, ich teste jetzt einfach mal mit einem alten Lieblingsspiel von mir, damals auf dem iPad gespielt. Aber jetzt gibt es es auch für PC. Und da ich einen solchen besitze, mit dem wir jetzt hier auch aufnehmen, können wir jetzt ja einfach mal loslegen, wa? Auf geht's. Der alte Pixelmann da unten. Eigentlich sagt er jetzt gleich auch mal was. Ansonsten sage ich einfach was. Hallo, Dude. Ah, da kommt er. Sword and Sorcery. Ladies and the gentlemen, how's about you tap these two little Hylian sprites so I can get a feel for your stereo sound system? Okay, das ist momentan ein bisschen egal, weil ich habe den Sound extrem weit runter gedreht, damit meine Stimme hier wunderschön aufgenommen wird. Our research indicates, hatte der nicht eigentlich auch mal Sprachausgabe, der Knirch? Nee, hat er nicht. Ich habe das früher auf dem iPad gespielt. Da habe ich von meinem Prof mir noch ein iPad ausgeliehen damals. Mit der supergeilen Ausrede, dass ich irgendwie Nachforschung anstellen muss aufgrund für hier Touch-Devices und bla. Aber eigentlich wollte ich nur Sword and Sorcery spielen. So, ja, bla bla bla, hier und so weiter. Twitter und Co., das war damals auch total cool und so. Wir skippen das jetzt hier einfach mal, weil so wichtig ist das nicht. Ich bin mal gespannt, ob man meinen Pfeil sieht. Und da sind wir schon. Wir sind ein komischer Zelda-Typ. Was wenige wissen, das ist eigentlich eine Frau. Okay, ich kann rumgucken. Das Ganze jetzt mit einer Maus zu spielen, ist natürlich nicht so touch-tastic. Will er mal? Komm. Hops, los. Aha. Okay. Ach, diese Musik. Ich höre sie kaum, aber ich kenne das ja alles schon. Das macht auch so einen Hauptreiz von diesem Spiel aus. Grafik und Sound. Beides sehr exquisit, muss man ja sagen. Okay, erst nach so einer Sekunde oder so wird mein Touch tatsächlich hier registriert. Das ist ja einigermaßen nervig. Also schon mal jetzt... Jesus Christ, komm, jetzt hier tippen. Schon mal jetzt hier die... Oh, Alter! Jetzt kommt er. Far from the far rather labia und so weiter. Um ehrlich zu sein, hat der ganze Text hier nicht wirklich viel mit der Story zu tun. Es gibt eigentlich auch überhaupt gar keine Story in dem Spiel. Man muss eigentlich sagen, Sword and Sorcery ist as simple as it gets. Da ist halt echt... Eigentlich ist es einfach nur Grafik und Sound, ein interaktives Erlebnis. Und schon mal jetzt gesagt, spielt es lieber auf dem iPad oder einer Touch-Device eurer Wahl, weil hier mit der Maus ist es echt hartnervig. Ne, dieser schwarze Kreis ist immer mein Cursor. Man kann auch eigentlich raus und rein zoomen. Oh, nee, halt, das ist Kämpfen. Nee. Vielleicht kann ich gar nicht raus und rein zoomen. Hätte ich mir vielleicht vorher mal angucken können. Nun ja. Gehen wir erstmal... Aha, Zoom. Ja, Fragezeichen. Das frage ich mich auch, Spiel. Plus, minus vielleicht? Nope, auch nicht. Was haben wir hier oben? Hm, auch nichts Tolles. Nee, quit. Jetzt so verzweifelt bin ich noch nicht. Egal, wir spielen einfach ohne Zoom. Auf dem 40 Zoll Fernseher sollte es ja einigermaßen möglich sein. Kann ich hier schon rein? Hier wohnt nämlich ein guter Kumpel von uns.
Ist leider gerade nicht da. Ich glaube, ich hau mir hier gleich noch die Kopfhörer auf die Ohren. Ohne Sound ist es halt echt... Ach, da ist er. Hallo. Na komm. Oh, Jesus Christ. Dieses Getippe ist echt kacke auf dem PC. The wood chopping woodsman chop wood. To the mountain folk of the Caucasus. He was known as Logfeller and he seemed cool. Ah, das ist eine zweite Sache von Sword and Sorcery, die irgendwie cool ist. Diese Texte wechseln immer zwischen dummer Fantasy-Sprache und cooler Internetsprache. Was den Reiz der ganzen Geschichte ausmacht. Logfeller knew all about our hopeful errand and he agreed to lead us up to the old road. Nice. Wir wissen selber nicht, was wir vorhaben, aber offensichtlich weiß unsere Spielfigur das. Still, we definitely got the feeling that he wasn't super jazzed about this. Anyway, let's go. Ja. Achso. Natürlich noch das ganze Holz mitnehmen. Warum eigentlich? Das klaut dir doch jetzt hier wohl keiner. Na gut. Auf geht's. Oh Mann, es gibt noch nicht mal Touch, um dahin zu gehen. Eieieiei. Vielleicht muss ich da auch noch mal in meinen Einstellungen genau checken. Irgendwie muss es ja wohl besser gehen. Ob die so billo waren, das so kacke umzusetzen auf dem PC. Habe ich ja immerhin 10 Euro für bezahlt. Ja, das war im Humble Bundle. Das sind diese coolen Indie-Bundles, wo du zahlen kannst, was du willst. Für irgendwie, weiß nicht, 8 Spiele oder sowas. Also erst waren es 5. Und dann, ich tipp doch. Ach, Jesus. Ich sag ziemlich auf Jesus. Aber ist auch ein cooles Wort. War ja ein netter Typ. Hey. Auf jeden Fall, ja, Indie-Bundles. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Da gab es dann irgendwie so 5 coole Indie-Games. Und man konnte dann irgendwie zahlen, was man wollte. Und dann, also auch so ein Euro oder sowas. Oh, jetzt kommt die geile Musik. Wir sind auf dem Weg ins Abenteuer. Und natürlich bin ich nicht so billig, dass ich ihnen einen Euro zahle und den Leuten quasi ihre Spiele klaue auf eine legale Weise. Ich dachte mir so, ja, 5 Euro kannst du mal irgendwie ausgeben. Und gerade als ich abschicken wollte, kam dann wieder das schlechte Gewissen rüber. Und dann dachte ich mir so, ja, mein Gott, echt so. Und dann habe ich 10 Euro ausgegeben. Und das sind immer noch erst 2 Euro pro Spiel, aber trotzdem immerhin besser als geklaut. Und das war auch mehr als der Durchschnitt. Von daher, gut fürs Karma. Und eigentlich, die machen damit ja mal Millionen mit diesen Humble Bundles. Weil so die Masse macht's halt. Und dann kommt auch irgendwie so ein Notch an und gibt denen nochmal irgendwie 2 Zilliarden Euro. Von daher, warum nicht? Oh, jetzt lernen wir kämpfen. Hier gegen den dreieugigen Fuchs aus der Hölle. Wenn hier denn irgendwas passieren würde. Falsch. Oh, jetzt hoffe ich mal, dass das klappt. Okay. Also, Ah ja, draufklicken. Okay. Schild, klar. Okay, Jungs. Ja, cool. Das klappt ja super. Na komm, greif mich an. Greif mich auf dem Handy an. So. Achso, ich muss wahrscheinlich nur schlagen, noch nicht blocken. Anfängerscheiße. Ja, ein Stern wird ihm abgezogen. Komm her. Ja, heul nicht. Er haut ab. Wir werden ihn wohl noch mal sehen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann eben für 10 Euro geile Spiele bekommen und weil das Humble Bundle dann auch noch irgendwie, ich habe keine Ahnung warum, aber plötzlich haben die dann irgendwie nochmal 4 Spiele draufgepackt. Und dann habe ich halt im Endeffekt doch wieder nur 1 Euro pro Spiel bezahlt ungefähr. Aber ist deren Problem. Wusste ich ja vorher nicht. Naja, und da war halt auch Sword and Sorcery dabei. Und noch ein paar andere, Psychonauts war auch dabei, das wollte ich eigentlich schon immer spielen. Und jetzt vergammelt das schon wieder auf meiner Platte. Ich installiere es halt trotzdem nicht und spiele es, weil irgendwie, weiß nicht, Psychonauts ist so ein Ding, das
muss man ja anscheinend mal gespielt haben und auch jeder Depp schwört drauf, aber irgendwie gespielt hat es dann keiner. Das ist, glaube ich, so ein Hauptproblem von dem, wie heißt er noch, hier, Tim Schäfer, in seinen Spielen. Spielt halt niemand. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. So, hier sind wir. Dun, dun, dun. It's Ganondorf. Ohne Scheiß, das ist wohl vor mal Ganondorf, oder? Lockfeller macht erstmal Pause. Gut, dann geben wir uns hier mal ins Abenteuer. Was ist das hier? Sollte ich etwa mein Schwert ziehen? Dun, dun, dun. Hallo? Nochmal. Oder was? Nee, einstecken. Stuff passiert. Ominöse Musik. Ein Auge öffnet sich im Stein. Und er streckt die Zunge raus. Dun, dun, dun. Ja, krass. Da freut er sich. We had bridged the chasm and we felt super smart. Ja, weil uns das Spiel das erzählt hat. Das war auf dem iPad eigentlich nicht so. Da habe ich das auch selber rausfinden dürfen. Aber ihr Nerds wisst das bestimmt auch alle besser. Wahrscheinlich kam das ja doch. We told Lockfeller that we sought a burdensome book of sinister sorcery. Sorcery, um genau zu sein. Eigentlich auch ganz cool. Sword and sorcery. Janni hätte damit voll den Field Trip Day hier. Der ist ja... Er ist ein Freund vom TH und dem W im Englischen und so. Ach, egal. Megatome. Ja, wir suchen das Megatome. Ein Buch mit so einem geilen Namen muss ja geil sein. The Megatome lurks somewhere in the haunted darkness beyond the pebble. Ja, ihr könnt das ja auch alle lesen. We resolve to get the Megatome and then get out alive. Yes, that we did. Gut, gut, gut. Und wie wir das machen, seht ihr gleich nach der nächsten Maus.